Hi, mein Name ist Janine. Schön, dass du wieder bei einem neuen Video von mir dabei bist. In diesem Video testen wir unter anderem die Celestial Palette von Gender X Beauty in Zusammenarbeit mit Alicia Marie. Ja, ich möchte einen alltagstauglichen Look damit schminken. Mal gucken, was die Palette so kann. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dran bleibst. Und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe noch keine Base drauf, deshalb fangen wir mal schnell an. Als Primer benutze ich den Tensational Primer von Catrice. Ja, das soll heute ein alltagstauglicher, sommerlicher Look werden, weil ich muss später noch auf die Arbeit, deshalb alltagstauglich. Und das ist ja eigentlich schon fast ein Insider auf meinem Kanal, dass ich was Alltagstaugliches schminke. Ich habe heute wieder Spätschicht, von daher passt das zeitlich ganz gut und mal gucken, wie ich dann später aussehe. Weiter geht's mit der Maybelline Super Stay 24 Stunden Skin Tint plus Vitamin C Foundation. Das ist auch ein Produkt, das ich sehr, sehr gerne gerade im Frühling, Sommer verwende, weil das halt einfach leicht ist, aber dennoch deckend. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ich fühle mich damit auch nicht so zugekleistert, aber es hat für ein Skin Tint eine recht hohe Deckkraft. Doch, das kann man schon so sagen. Also ich muss schon sagen, dass ich mich sehr, sehr auf die Palette freue von Gender Beauty mit Alicia Marie. Ich habe die so gesehen und dachte mir so, weiß nicht, also so von den Pressebildern hat sie mich null angesprochen, ne? Weil dann habe ich so ein paar Videos gesehen dazu und dachte mir so, ach, naja, es könnte schon was werden mit uns. Und da habe ich sie bei DM gesehen und habe mich wirklich in die Farben verliebt, weil die Schimmertöne einfach so multichrome sind, also zumindestens wirkt das so im Pfännchen und ich bin super gespannt. Ich fand ja die Kollektion mit BH Cosmetics und Alicia Marie schon mal super. Also die Palette war wirklich in dieser Preisklasse echt Wahnsinn und von daher habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen an diese Palette. Auch relativ neu in der Drogerie ist der True Match Radiant Serum Concealer mit 1,5% Hyaluronsäure. Auch so ein Schätzchen, das ich für mich neu entdeckt habe. Das ist ein Concealer, falls du es in meinem Drogerie-Neuheiten-Testvideo nicht gesehen hast. Ich habe den gewonnen bei Home Tester Club. Home Tester Club, ich arbeite nicht mit denen zusammen, ich erwähne es nur. Ist eine Plattform, bei der man sich bewerben kann für Produkttests, ob Content Creator oder nicht. Und ich habe den Concealer gewonnen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Concealer. Du siehst, der deckt. Der sieht aber so nach Haut aus. Also ich weiß nicht. Man sieht nicht so auf den ersten Blick, die hat Concealer drauf. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Concealer. Kann ich sehr empfehlen. Der kostet, glaube ich, 12, 13 Euro. Also nicht ganz so günstig. Ist aber ein schöner, toller Concealer. Abgepudert wird mit dem NYX Can't Stop Won't Stop Puder. Auch so ein Schätzchen, das ich schon lange, lange verwende. Auch schon oft gezeigt in meinen Videos. Ich pudere mir aber nur die T-Zone so ein bisschen ab. Eigentlich braucht man bei diesem Maybelline Skin Tint kein Puder noch direkt, aber ich drehe hier Videos. Und wenn ich hier so ein bisschen Zeit verbringe in meinem Studio und die Lichter so auf mich scheinen, dann schwitzt man halt schnell und das sieht doch unschön aus in Videos. Relativ neu gekauft und ich muss es dir jetzt leider so zeigen, ist der NYX Buttermilk Bronzer. Ich habe den bestellt, der ist in 1000 Teile zerbrochen, deshalb versuche ich den jetzt unfallfrei aufzutragen. Ich kenne den Bronzer schon, ich habe den schon verwendet, auch in anderen Videos. Ich weiß nicht, ob du die Videos schon gesehen hast. Der ist, wie du vielleicht hier sehen kannst, relativ, relativ rotstichig. Ist absolut nicht meine Farbe, obwohl das die hellste Farbe ist. Ich finde, der sieht jetzt gerade hier, wo er ein bisschen zu doll aufgetragen ist, sieht er schnell aus nach Sonnenbrand. Der riecht gut, der riecht so ein bisschen nach Milchschokolade und ist eigentlich ein gutes Produkt an sich, nur passt mir halt die Farbe nicht. Der lässt sich so mittelmäßig gut ausblenden, aber so prinzipiell von der Pudrigkeit und so gefällt mir das ganz gut, nur ist halt die Farbe leider irgendwie ein bisschen, sagen wir es mal, nicht für mich passend. Der könnte auch so ein Blush sein, ne? Also der ist sehr, sehr rotstichig. Aber der riecht so gut. Und so das Puder ist so
Ganz fein. Also ich mag den prinzipiell schon. Ich könnte mir vorstellen, da noch eine andere Farbe von zu kaufen. Ja, mal gucken. Ein relativ neues Produkt aus der Rival de Loop Coral Summer Limited Edition ist der Blush. Den habe ich dir auch schon in einem Short von mir gezeigt. Das ist ein sehr korallstichiger Blush mit Goldpartikel. Ich hoffe, die Kamera fängt jetzt die Farbe ein. Wie ich sehe, über das Display wirkt der sehr, sehr nude-farben, aber der ist schon korallig mit argen Goldpartikel. Ich glaube, da bräuchte man keinen Highlighter mehr, wenn ich mir das so angucke. Der geht ein bisschen in die Richtung Nars Orgasm, aber der Nars Orgasm ist eher rosa und der geht dann doch ins korallig-rote. Also dieser Blush hier. Ich glaube, da braucht man wirklich keinen Highlighter. Nö, braucht man nicht. Jetzt müsste man es halt noch so ein bisschen verblenden, dass man nicht aussieht, als hätte man sich irgendwie Blech auf die Backen gerieben. Gott, wie sich das wieder anhört. Ich hau hier manchmal Sprüche raus, wo ich mir beim Schneiden auch denke, hättest du das mal lieber nicht gesagt. Aber naja, das macht ja mein Kanal so ein bisschen aus. Ich habe heute Mittagsschicht, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und wenn ich so Videos drehe, versuche ich ja auch immer, nicht ganz so extreme Looks zu schminken. Aber manchmal eskaliere ich dann halt doch. Und die Leute mögen das aber ganz gerne so, ne? Ich bin ja in der Altenpflege und die älteren Leute mögen das schon, wenn da jemand mal kommt, der so ein bisschen bunter ist. Sich jetzt noch ein Highlighter? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Ich habe mir jetzt den Riva Loves Me mit Maxim Highlighter rausgesucht. Das ist ja ein Skin Enhancer. Aber für mich ist es ein Highlighter. Und weißt du was? Den geben wir uns jetzt mal noch schnell auf. Ja, ich glaube, so gehe ich heute raus. Übertrieben wie immer. Und hier ist das Highlight des Videos. Das ist die Celestial Palette bei Alicia Marie. Und hier haben wir die Moon-Seite. Und hier haben wir die Sun-Seite. Und ich glaube, ich möchte mich heute in diesem Bereich Sun aufhalten. Ich bin ja heute auch sonnenmäßig gekleidet. Das ist ein Oberteil, das ich mir bestellt habe. Ich glaube, das ist von Shein oder so. Falls ich dieses Oberteil noch finde, würde ich es dir verlinken. Und im Gesamten sieht die Palette einmal so aus. Als ich die gesehen habe online in Videos, dachte ich mir so, naja, ist bestimmt eine nette Palette, ist aber nichts für mich. Da habe ich ein paar Videos gesehen von ganz lieben Kolleginnen von mir und dachte mir so, ach naja, so schlecht, so unscheinbar, wie sie auf den ersten Blick gewirkt hat, so auch von den Pressebildern und so, ist sie gar nicht. Dann war ich gestern bei DM, weil ich einen Arzttermin hatte und bin rein zufällig bei DM vorbeigeschlappt. Dann dachte ich mir auch so, okay, nee, du musst zu mir, du musst in meine Familie. Dann dachte ich mir auch so, nee, ich kann dich nicht liegen lassen. Die hat 19,95 gekostet, also gar nicht mal so günstig. Aber ich war so begeistert von der ersten Alicia Marie BH Cosmetic Zusammenarbeit. Es ist um mich geschehen. Also wie gesagt, wir halten uns heute im Bereich des Sun auf. Oder auch nicht. Oh, ich weiß noch nicht, was ich heute mache. Ich gebe mir jetzt die Farbe Talisman einfach mal grob in die Lidfalte. Also beim Aufnehmen jetzt der Farbe fällt mir auf, dass die schon ein bisschen, wie sagt man denn, professionell Kickback haben. Der Ton kommt schon mal gut ab. Das ist schon mal gut. Verblenden lässt er sich auch ganz gut. Guck mal, weil die Farbe passt dort irgendwie zu meiner Aufmachung. Da wird sich doch nicht jemand vorbereitet haben für das Video. Ich weiß ja auch nicht. Ich kriege manchmal so Kommentare von Leuten, die meine Videos gucken, und eine Kommentatorin hat geschrieben, ich würde zu viel in meinen Videos labern. Das ist halt leider einfach mein Kanal. Was heißt leider? Ich bin halt so, ich rede halt gern. naja. Anderes Thema. Also das ist schon mal eine super, super schöne erste Farbe für in die Crease. Und jetzt möchte ich das Ganze noch mit der Farbe Hexback verdunkeln. Also da kommt schon mal was an Farbe auf meinen Pinsel beim Aufnehmen.
Ich habe mir jetzt auch extra keine Videos angeschaut von Alicia Marie, weil ich einfach wissen wollte, wie diese Palette für mich persönlich funktioniert. Ob die Palette zu dem Stil passt, den ich so schminke. Und ich wollte halt einfach mir aufgrund des Testvideos, was ich heute mache, meine eigene Meinung bilden können. Aber guck mal, während ich jetzt geredet habe und geblendet habe, wow, das hat sich super leicht ineinander verblenden lassen. Guck mal, man könnte ja fast meinen, ich kann mich schminken. Sieht echt gut aus. Bin am Überlegen, ob ich mir einen Ton unten hingebe. Nee, das lasse ich sein, weil das mögen meine Augen nicht so. So, dann möchte ich den Look einfach halten und nur noch eine Schimmerfarbe auf das bewegliche Lid aufgeben. Aber welche Schimmerfarbe könnte ich denn nehmen? Ich schwanke zwischen diesen beiden Farben. Der Bronzeton würde heute mehr zu diesem Look passen, aber es ist halt auch ein Roségold. Nehmen wir das Rosé. Die Farbe Enchant, die trage ich mir jetzt auf, passt auch zu meinen Nägeln. Und ich trage das jetzt mit einem flach gebundenen Pinsel auf. Das ist wahrscheinlich ein Ton, der funktioniert super, wenn du den mit dem Finger aufgibst, aber ich habe halt Maniküre. Wow. Okay, Leute, die Palette hat Favoritenpotenzial over and out. Also falls du Make-up interessiert bist, Interesse hast an dieser Palette, guck, dass du in den nächsten DM kommst, die ist toll. Wie flüssiges Metall in Glitzer. Wow. Freunde der Sonne, ich bin super, super begeistert. So, als sei das Ganze noch nicht verrückt genug für die Altenpflege, möchte ich jetzt noch einen gelben Eyeliner verwenden, weil es passt halt heute einfach gut zu meiner Aufmachung. Von Catrice, der Calligraph Eyeliner. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Was ich an diesem Eyeliner so schätze ist, also ich habe den jetzt schon Ewigkeiten auf. Der malt immer noch und der malt jetzt auch über das stärkere Augen-Make-up. Ich hoffe, man sieht was. Also ich sehe was in Realität. Ja, man könnte auch hier übers Display meinen, man sieht den gelben Eyeliner, wie es bei dir später im Video aussieht. Mal gucken. Wow, also ich bin hellauf begeistert. Eine neue Sache, die ich mir gekauft habe, ist von Maybelline die Firework Mascara. Auch so ein Ding, wenn man in der Beauty-Welt unterwegs ist. Du weißt schon, kennt man diese Mascara als Neuheit. Mal gucken, wie die ist. Die hat ein Gummibürstchen, das ist nicht ganz so dick. Ich bin ja nicht so der Fan von Gummibürstchen. Ich komme mit diesen normalen Synthetikbürstchen besser klar. Aber manchmal darf es auch ein Gummibürstchen sein. Das ist eine tolle Mascara. Guck mal. Also du siehst jetzt wegen dem Augen-Make-up nicht ganz so viel. Die Größe des Applikators, sage ich jetzt mal, ist in Ordnung, auch für die unteren Wimpern zu tuschen. Weil wenn der Applikator zu dick ist, tue ich mir super, super schwer, die Wimpern unten zu tuschen. Erste Schicht. Ich gebe jetzt noch mal eine zweite dazu. Zweite Schicht. Eine Mascara ist toll, also die gibt ein bisschen Länge, die gibt ein bisschen Volumen. Ich finde, dass der Auftrag relativ einfach war. Das Bürstchen war nicht zu dick, das hat jetzt nicht extreme Fliegenbeine gemacht. Das ist eine gute Mascara. Ich probiere diese Mascara aber öfter aus und du wirst sie auch öfter in meinen Videos noch sehen. Zum Schluss gebe ich mir noch was auf die Lippen. Das ist von NYX, das Buttergloss in der Farbe 02 Tripped Out. Das ist jetzt das Buttergloss aus dieser Bling-Reihe. Und das ist so korallig und das ist so Sommer. Ich will es einfach auftragen. Hat sich gut auftragen lassen. Von der koralligen Farbe an sich sieht man jetzt nicht so viel. Aber die Glitzerpigmente sind schon stark. Das muss man mögen. Ich mag's. Bevor ich mein Fazit ziehe, zeige ich dir den Look jetzt noch mal in Nahaufnahme. Aber bleib dran, wir sehen uns gleich noch. Ja,
ich möchte kurz noch ein Fazit ziehen zu zwei, drei Produkten, die ich jetzt in diesem Video ganz neu ausprobiert habe. Der Coral Blush ist ganz, ganz toll. Er hat nur arg grobe Schimmerpartikel. Das muss man mögen. Die Farbe ist sommerlich, die Farbe ist sehr schön und der gefällt mir schon mal sehr gut. Auch die Aufmachung der Limited Edition ist ganz, ganz toll. Korallig, sommerlich, ein schöner Blush. Aber wie gesagt, man muss diese groben Glitzerpartikel mögen. Der Star der Show war natürlich die Palette und die drei Töne, die ich benutzt habe, sind alle wirklich super große Klasse. Die matten Töne, die beiden, die ich verwendet habe, die haben sich gut verblenden lassen, waren gut pigmentiert. Die Farben an sich haben im Pfännchen, wenn man so mit dem Pinsel die Partikel aufwirbelt, haben alle so ein bisschen Kickback, was jetzt für mich aber kein Problem ist. Die haben sich ganz toll blenden lassen und gerade der dunkle Ton, der dunkle matte Ton in den helleren matten Ton, also das hat sich wirklich ganz mühelos verblenden lassen. Begeistert bin ich auch von dieser Glitzerfarbe, die lässt sich auch mit dem Pinsel ganz toll auftragen. Ich bin auf den ersten Blick begeistert von der Palette, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Ist auch mein erstes Produkt von der Marke Gender X Beauty und finde, dass du dir die Palette unbedingt anschauen solltest. Die Firework Mascara habe ich auch zum ersten Mal getestet. Ich finde sie eine solide Mascara. Ich denke, dass ich mich noch etwas mehr mit ihr anfreunden müsste, weil es gibt schon bessere Mascaras, finde ich, die mehr machen, mehr Länge, mehr Volumen. Aber da ist halt auch, wenn etwas Luft in die Mascara kommt durch mehrmaligen Gebrauch, dass die Mascara halt einfach besser wird oder besser performt, einfach weil diese Flüssigkeit in der Mascara nicht ganz so flüssig mehr ist und, keine Ahnung, besser an den Wimpern haftet, ich weiß es nicht. Ist eine gute Mascara auf den ersten Blick. Wie gesagt, muss ich weiter austesten. Und der Name Bling ist halt schon Programm. Also meine Lippen glitzern. Man sieht auch diese stärkeren Glitzerpartikel auf der Lippe. Ich hoffe, du hast gerade in der Nahaufnahme gesehen. Ist ein schöner Lipgloss, nur wenn du wirklich Farbe haben möchtest. Die Farbe sieht man nicht ganz so. Ja, das war's mit meinem Video. Falls du Produkte ausprobiert und getestet hast, die ich in diesem Video benutzt habe, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch gerne deine Kommentare zum Look und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und hab einen schönen Tag.